Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Commentary auf meinem Kanal. Eine Runde MW3 Herrschaft auf Terminals angesagt. Und ja, natürlich werde ich versuchen, hier eine Live-Mob oder irgendwas Cooles zu reißen. Mal schauen, was so abgeht. Auf jeden Fall Bodenkrieg hier. Und ja, eigentlich wollte ich ein MW2 Live-Commentary machen, aber irgendwie waren gerade viel zu viele Hacker online. Okay, wir joinen hier direkt ins Spiel hier hinein. Und dann dachte ich mir, komm, dann spiele ich mal eine Runde MW3, auch wenn hier auch ziemlich viele Hacker unterwegs sind zu der Zeit. Keine Ahnung, was immer in den Köpfen von den Leuten vorgeht, dass sie echt es nötig zu haben zu hacken. Das Lustige ist ja, dass die Hacker meistens auch nichts reißen. Ich habe noch nie irgendwie einen Hacker erlebt, der irgendwie, keine Ahnung, am Ende 200 Kills oder so hatte. So. Okay, wir haben die C-Flagge noch nicht erobert. Müssen wir auf jeden Fall jetzt machen, weil ich hasse es, wenn die Gegner diesen Spawn haben bei Terminal. So, mal kurz hier erobern. Den habe ich geholt. Okay, C-Flagge gesichert. Jetzt müssen wir nur noch die B-Flagge sichern und dann versuchen, den Spawn hier irgendwie zu flippen. Oh, ich bin hier richtig rot. Okay. So, wo spawnen die Gegner? Da habe ich schon einige gesehen. Hier mal kurz Handgranate hin. Boah, Alter, ich sehe niemanden. Kein Plan, Alter. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach mal hier links lang. Obwohl, komm, scheiß drauf. Ich glaube, ich laufe hier doch dann unten rum. Ach, da hat er geschimmelt. Oh, hoch, hoch, hoch. Nein. Oh, da sehe ich viele Gegner. Meisterschütze for the win und so. Okay, den habe ich auch noch. Boah, Jungs, da sind richtig viele Gegner. Oh, Host Migration for the win, Alter. Boah, zum Glück. Ich müsste jetzt, glaube ich, schon so eine Elva-Streak oder so haben, aber ich habe leider keine Muni mehr mit der M4A1. Auf jeden Fall belastend jetzt. Okay, ich glaube, ich laufe hier weg, Alter. Es ist viel zu kritisch. Was ist hier für eine Waffe? ACR. Okay, ich kletter jetzt hier mal hoch. Versuche die von da oben oder so zu holen. Oh, da ist ein Sniper. Scheiße, Mann. Ich habe gar keinen Plan, wie ich jetzt laufen soll. Da sind wieder alle gespawnt, glaube ich. Okay, einen habe ich geholt. Oh mein Gott, wie ich veraime, Jungs. Schaut bitte weg gerade. Es lohnt sich gerade nicht. Okay. So, die Gegner sind jetzt bei A gespawnt. Hier mal kurz durch die Wand hier sprayen. Oh, die ganzen Leute hier angehittet, egal. Okay, Assist 10 als Abschluss, das ist auch gut. Digga, wie ich veraime, ist ja nicht mehr feierlich. Wow, leck, leck, leck. Okay, Volltreffer. Noch zwei Stück geholt. Oh, Martyrium ist auch nicht so mein bester Freund. Okay. Ich glaube, wir können die A-Flagge sichern, weil die Teammates werden das jetzt eh sichern. Oh, der eine hat einen Quad-Feed gemacht. Nice, nice. Ich spiele hier übrigens wieder Solo. Und ja, sorry jetzt dafür, dass ich mit der... Ah, okay, jetzt kann ich weiter mit der M4-1 spielen. Okay. So, wo sind die Gegner? Die müssen jetzt bestimmt hier hochkommen. Den habe ich. Oh, Jungs, wie ich veraime, ne? Boah! Ich bin rot wie eine Tomate, rot wie eine Tomate. Hier mal kurz in Deckung gehen. Waffe wechseln. Boah, Alter, war das gerade richtig knapp. Sorry, Jungs, dass ich gerade ein bisschen defensiver spiele, aber ich glaube, wenn ich jetzt... Nein! Oh! Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Boah, Alter, ich laufe hier wieder. Ich laufe außen rum, weil die sind alle nur da hinten am Head glitchen und da kann man nur verlieren. So. Wo sind die Gegner? Kann ich da durchsprayen? Ich glaube nicht. Lol. So, laufen wir mal hier lang.
Okay, hier aus Long Range kriege ich den. Oh, schade. Mann, oh Mann, oh Mann, wo campen die alle? Okay. Hier ist nirgendwo einer. Ich zerstöre mal trotzdem das tragbare Radar. Ach, da ist er. Da ist der Camper. Wow. Ich habe hier echt richtig Glück gerade auf meiner Streak. Ich will jetzt echt nicht sterben, weil eine Mob wäre jetzt schon eigentlich ziemlich cool eigentlich. Okay, einen habe ich geholt. Jetzt mal kurz in Deckung gehen. Boah, die werden jetzt eh alle da lang kommen. Ich laufe hier wieder außen rum. Ist auch nur, ist natürlich ein Tipp, wenn man auf eine Moab geht, dass man einfach ein bisschen defensiver spielen muss. Weil man hat ja hier kein Orbi, dass man hier wie verrückt in die Gegner reinrennen kann. So, ich mache jetzt den hier. Den coolen. Laufe hier jetzt oben rum. Okay, den habe ich. So, jetzt müsste ich sie eigentlich von oben hier wegholen können. Okay, die Moab habe ich, Jungs. Hier sind hier alle von außen flankieren, Jungs. Ihr wisst, wie es läuft. So, Moab habe ich. Jetzt kann ich auf jeden Fall in die Gegner reinrennen. Das mehr wollte ich eigentlich auch nicht erreichen. Sorry, Jungs, dass ich ein bisschen defensiver gespielt habe und mit der ACR ein bisschen die Kills gegeiert habe und so. Aber die Muni war teilweise leer von der M4-1. So, ich zünde die Moab noch nicht. Versuche hier noch irgendwie ein paar Kills oder so mitzunehmen. So. Hat der Teammate eine Moab? Ich glaube schon. Hier durch die Wand noch schön gesprayt. Den Trick habe ich übrigens von Solution damals gelernt, noch zu MW2-Zeiten. Damals hieß die Waffe noch RPD. So, blinde Überwacher habe ich jetzt wieder. Jetzt bin ich wieder geschützt gegen Predator-Raketen und so weiter. Wow, kurz ducken. Ihr Attentäter, okay. Wow. Okay, die Flagge nehmen brauche ich jetzt nicht. Nein, er holt mich, scheiße. Okay, ich setze meine Moab jetzt auch ein. Komm. So. Nein, er holt mich, Alter. Unnötig schon wieder. So, wo sind... Den nehme ich noch mit. Hier, Moab. Multikill hoffentlich. Jawohl, schön. Alter, wie viele Moabs haben meine Teammates? Richtig nice. Okay, wo? Ich will noch irgendwo einen Kill geiern. Ich schaue gerade übrigens noch nebenbei Bayern gegen Gladbach. Bundesliga-Eröffnungsspiel, ihr wisst, wie es läuft. Steht gerade 3-1 für Bayern. So. Den Kill habe ich noch mitgenommen. Okay, dann kann ich jetzt eigentlich die Flagge sichern. Okay, Jungs, das Live-Commentary ist auch schon aus. Ich bin hier reingejoint, noch schön eine ganz coole Moab gemacht. Ich glaube, am Ende war es dann, glaube ich, eine 32 oder eine 31er Gunstreak. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Live-Commentary gefallen und sorry nochmal, dass ich mit der ACR gespielt habe. Die Muni war halt teilweise leer. Von meiner M4-1, also sorry dafür. Und ja, bewerten und kommentieren nicht vergessen, Jungs. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.